C-A-L-L-M-E, baby. Grüß Gott, ich habe ein bisschen Angst vor dem Video. Ich will nämlich meine Nagellacksammlung machen. Ich habe schon mal die erste Hälfte aus meinem kleinen Kasten ausgeräumt. Und es schneit. Kann's nicht fassen. Im April Schnee. Nee, geht gar nicht. Ich werde das Video auf zwei Teile aufteilen, weil es sind wirklich viele Nagellacke. Das ist nur erst einmal die erste Hälfte. Ja, ich habe eindeutig zu viel Nagellacke. Die zweite Hälfte werde ich dann auch noch abdrehen. Und ich habe es jetzt gemischt. Ich habe es jetzt nicht nach Marken gemacht. Eigentlich wollte ich das nach Marken machen, aber es ist bei der Menge ist es einfach unmöglich. Aber ich werde versuchen, demnächst mal auszumisten. Aber das ist jetzt mal die aktuelle Sammlung. Deswegen fange ich auch gleich mal an. Also das ist der erste, der war mal aus einer LE. Ich weiß aber nicht mehr welcher. Das ist der C02 Princess... Oh, keine Ahnung. Hier. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich habe den nur einmal, glaube ich, verwendet. Fragt mich nicht, warum. Und dann habe ich einen Catrice Nagellack. Den fand ich bis jetzt immer, immer wunderschön. Das ist der aus dieser Frankreich-Allee. Aus dieser Paris-Allee, glaube ich, war das. Ja, 1001 Paris war das. Habe ich auch die Palette davon. Benutze ich leider viel zu selten. Dann habe ich noch einen von Catrice. Ich versuche Catrice zuerst daraus zu fischen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Das ist ein sehr alter Nagellack auch. Der sieht so aus, war auch aus einer LE. Meine meisten Nagellacke sind alle aus LEs, also dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr die nicht mehr bekommt. Ich versuche euch jetzt nicht mehr so viel darauf einzugehen, sondern einfach nur euch mal zu zeigen, was ich habe. Weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Eine Sammlung kann ich euch unten verlinken. Ich habe davon ganz viele Swatches auf meinem Blog. Deswegen verlinke ich euch alles, was ich finde, unten. Ich weiß nicht, ob der Nagellack dann in der Sammlung vorkommt, aber ich glaube, das wird ein bisschen kompliziert werden, das Video. Deswegen habe ich, glaube ich, Angst gehabt vor dem Video. Dann habe ich noch den hier. Das war mal eine Zeit lang meine Lieblingsfarbe. Und ich habe auch letztes Jahr so einen ähnlichen aufgebraucht und habe mir so viele von der Farbe gekauft. Das war auch aus einer Catrice-Allee, sogar aus meiner Lieblings-Allee. Ja, dann habe ich den hier noch, der war auch aus einer LED, den habe ich mir damals gekauft, weil ich davon Swatches gesehen habe und trage den nie. Ich bin einfach, keine Ahnung, dämlich, weil ich fand den Namen so schön. My Day oder so. Den habe ich mal irgendwo als Swatch gesehen und wollte ihn dann unbedingt haben. Tja, und jetzt habe ich ihn eigentlich quasi umsonst. Dann habe ich hier einen Essence, muss ein bisschen schütteln, weil die stehen schon so lange. Das ist so ein Thermonagellack, den mag ich sehr, sehr gerne. Der wird auch sehr schön, wenn ihr die Nägel ja so... Also wenn ihr das... Ich kann heute nicht reden, ich bin so verwirrt heute. Der wird auch schön, wenn man im warmen Wasser was macht. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Dann habe ich hier einen Yves Rocher. Ich habe einen vor kurzem aufgebraucht. Das ist so ein schöner Nude-Ton. Sieht so aus. Passend dazu habe ich mir natürlich heute nicht die Nägel lackiert, aber wurscht. Ich habe auch das Gefühl, weil ich mache mir ja die Nägel jetzt selber, dass ich irgendwie was falsch mache beim Feilen. Was sagt ihr? Also sie schauen nicht schlecht aus, aber irgendwie beim genaueren Hingucken, weiß nicht so recht. Ja, zurück zu den Nagellacken. Ich hatte mal nämlich so eine Yves Rocher-Phase. Deswegen habe ich mir auch Nagellacke von der Marke gekauft. Irgendwo muss da noch einer rumfliegen. Aber ich zeige euch zuerst den hier, weil den gibt es leider nicht mehr. Die Verpackung gibt es ja auch so nicht mehr. Das war von Manhattan ein Nagellack. Der sieht so aus und der ist ja mega. Das war der 96D. Den benutze ich, seit es den nicht mehr gibt, auch zu selten. Aber ich werde jetzt mal versuchen, welche aufzubrauchen, weil es wird langsam Zeit. Dann habe ich hier noch einen Catrice. Der ist auch noch nicht so alt, aber auch aus einer LE. Der wird ja matt auf den Händen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, den mag ich auch sehr, sehr gern. Habe ich halt auch nur so selten tragen. ein Trended Up Nagellack. Und die finde ich auch sehr, sehr gut. Also ich komme ja leider nicht so leicht dran an diesen Trended Up Nagellack, aber den finde ich echt gut. Weil ich den gerade da stehen sehe, ich habe noch einen von Trended Up. Den habe ich aber aus einem Tauschpaket. Den habe ich auch vor kurzem ein paar Mal tragen. Der kommt eigentlich viel knalliger rüber, als er in der Kamera jetzt rüberkommt. Aber der ist wirklich, wirklich schön. Das Problem ist nur, er hält nicht lange. Dann habe ich hier Essence. Das war aus dieser Circus Allee.
Da bin ich ja hinterhergelaufen. Man kann die, glaube ich, gar nicht mehr verwenden, weil die schon so sich geteilt haben. Ja, man sieht es bei dem gut, da hat sich schon sehr, sehr geteilt. Aber die schwarzen fand ich immer so gut, weil ich habe keine schwarzen Nagellacke außer die. Ich habe sogar den doppelt. Den habe ich doppelt mit diesem Schwarz-Gold-Glitzer. Den lilanen habe ich nur einmal und der wird echt komisch schon. Schaut mal. Das ist, wenn man kaum Nagellacke benutzt. Beziehungsweise immer halt nur dieselben. Das ist der lilane von der Circus Circus. Dann habe ich zweimal den gold-schwarzen. So sieht er aus. Und einmal den mit rot. Das war, glaube ich, sogar mein Liebling. Oder beziehungsweise meine Lieblinge waren die, wo ich die doppelt habe. Noch ein Yves Rocher oder Yves Rocher Nagellack. Das ist die Farbe, ich habe von der anderen gar nicht die Farbe gesagt. Rose Nude. Ich kann nicht mehr lesen. Die Schaffel fliegt mir halt runter. So sieht er aus. Er ist ja so weiß. Also so weiß-beige. Also geht ganz ins Helle und hat so Schimmerpartikel drin. Ist richtig schön. Oh, wir kommen zu P2. Das ist ein Color Victim Nagellack. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Wisst ihr das? 560 Skandal heißt der und der ist richtig geil. Ich sollte mal, also jetzt, wo ich mir die Nagellacke alle anschaue, sollte ich vielleicht mal wieder ein paar verwenden. So wie den hier. Ich habe auch jetzt die ganze Zeit wieder Pretty Little Liars geschaut, die erste Staffel, weil ich unbedingt wissen will, wer AD ist. Und deswegen gucke ich die erste Staffel, weil ich mir denke, dass es wer von der ersten Staffel ist. Und die haben so einen ähnlichen Nagellack vor kurzem oben gehabt. Und das ist Maniac von P2. War auch einer meiner Lieblinge. Oh! Achso. Dann habe ich zwei L'Oreal. Ah, die benutze ich nie. Vielleicht schenke ich den goldenen mal meiner Nichte, weil ich muss aussortieren. Ich muss wirklich aussortieren. Dann habe ich so zwei Nageldesign-Dinger von Catrice. Könnt ihr euch sicher noch erinnern, das war diese Candy Shock Allee. So sehen die aus. Habe ich aufgehört zum Benutzen, weil das auf den Nägeln nicht gehalten hat. Aber vielleicht könnte ich es jetzt mit Gel probieren. Jetzt wo ich es selber mache. Den finde ich auch katastrophal, weil die Blümchen halten nicht auf den Nägeln. Das war aus dieser Wake Up Spring, die letztes Jahr rauskommen ist, ein Topcoat, den werde ich vielleicht auch herschenken. Ich finde ihn zwar schön, deswegen habe ich ihn mir auch gekauft, aber erstens mal ist der Pinsel da komplett demoliert und zweitens, ich trage sowas nie. Ich trage sowas wirklich nie. Weiß nicht, ob ich den nicht gleich meiner Nichte schenken soll, obwohl ich den so schön finde. Wenn du da reinguckst, finde ich so toll. Aber das hält auch gar nicht auf den Nägeln. Also ich habe mir nämlich bei einem Swatch-Post ein Blümchen dran gemacht und das hat dann nicht gehalten. Da ist gerade ein Blümchen dran. Also ich lasse den mal auf der Seite, vielleicht verschenke ich den. So wie diesen goldenen von L'Oreal da. Diesen Glitter-Nagellack, vielleicht verschenke ich den auch, weil ich benutze die eh nie. Oh, wir kommen zu Kiko-Nagellacken. Die sind da nämlich alle drin verteilt. Einmal den hier, den habt ihr aber gesehen vor kurzem auf dem Blog, glaube ich. Das ist die Nummer 496. Kiko-Nagellacke mag ich echt gern. Mein allererster war ja der. Den habe ich mal von einer YouTuberin auch geschenkt bekommen. 269 ist das. Ich glaube, den gibt es aber nicht mehr. Der ist richtig schön. Benutze ich auch zu selten, eh typisch. Dann habe ich noch das Blau von Kiko. Ich stehe auf solche extrem Blautöne, so wie zum Beispiel der von Essie. Den habe ich oft benutzt letztes Jahr im Sommer. Der ist ja Make Some Noise, heißt er. Der Name passt so gut zu den Nagellack, den finde ich richtig gut. Dann habe ich noch den hier, aber ich finde, der sieht dem voll ähnlich. Also die beiden habe ich, einer Kiko, einer Essie und ich finde, die schauen sich voll ähnlich. Ja, kleiner Fail würde ich mal sagen, aber ich behalte trotzdem beide. So eine Art Ausmistvideo für mich vielleicht. Könnte ich vielleicht so machen, dass ich das auch gleich ausmiste. Ja, dann habe ich noch einen von Essence, von der Blossoms etc. Denen Nagellacken bin ich ja hinterhergelaufen wie eine Ira, weil es Pastelltöne waren und ich noch keine Pastelltöne gehabt habe. Sollte ich vielleicht auch mal verwenden. Obwohl es ja jetzt nicht nach Frühling da draußen ausschaut, aber ja. Dann habe ich noch den in Türkis, der sieht so aus. Oh Gott, ich krieg noch einen Herzinfarkt heute. Der sieht so aus. Dann habe ich noch den in Grün. Den finde ich nämlich am schönsten. Der sieht so aus. Dann, irgendwo müsste da noch einer sein. Ja, den in Gelb.
mit der ersten Partie sind wir auch gleich durch. Gott sei Dank. Ja. Das ist der Gap. Dann habe ich noch einen Crackling Lack. Ich glaube, den werde ich aber ausmisten. Weil ich glaube, der funktioniert eh nicht mehr. Oder doch? Müsste ich vielleicht zuerst mal probieren. Aber der krümelt schon alles voll. Das war ein aus Isadora von... Langsam fahren. Das war aus einer LE von Isadora. Graffiti Nails hat die LE geheißen. Ich habe auch einen schwarzen gehabt, aber der ist mir total eintrocknet damals leider. Jetzt habe ich nur noch den weißen. Ich hoffe, der funktioniert noch. Müsste ich mal probieren. Ich glaube, ich werde ein bisschen erfinderisch werden mit meinen Nagellacken und ein bisschen durchprobieren. Dann habe ich hier Kiko wieder. Den habt ihr auch auf einem Blogpost von kurzem gesehen. So wie den hier. Kennt ihr auch schon. Die sind ja eh noch nicht so alt. Die habt ihr eh gesehen. Da ist noch ein Kiko. Der kommt ein bisschen falsch rüber. Der hat aber eine wunderschöne Farbe. Auf dem Blog sieht man die Farbe von dem besser. Dann habe ich noch einen Essie. Den werden vielleicht, ich weiß nicht, ob den ein paar kennen, aber der war ja mega gehypt. Wendigo. Habe ich... Gott sei Dank in ein Douglas damals erwischt und trage den nicht, weil er bei mir nicht trocknet auf meinen Nägeln. Das war schon immer so. Und ich werde ihn vielleicht nochmal probieren, weil schließlich war das mal ein sehr gehypter Nagellack. Ich finde das so cool, dass es bei mir da oben steht. So sieht er aus. Da haben die Essie, die jetzt rauskommen, immer so was Weißes noch an der Schrift. Das haben die Alten ja nicht. Weil ich mochte Essie nie. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich konnte Essie nie leiden, weil ich habe zwei gehabt von dem damaligen, wo es noch im Douglas gegeben hat. Und die mochte ich nie. Das ist nämlich der Saint-Tropez. Das war nämlich auch ein gehypter, glaube ich. Und die beiden habe ich mir eben gekauft, weil jeder die so gehypt hat. So. Wendigo und Saint-Tropez. Beide trage ich nicht, weil sie bei mir nicht so gut halten und auch nicht gut trocknen. Dann habe ich einen von Rimmel, den ich mir in kleinen Hauksdorf ja mal gekauft habe. So sieht er aus, knallig blau, das ist so richtig meins. Also wie ihr gesehen habt. Dann gibt es da noch einen schönen von Adeko. Den mochte ich auch immer sehr gern. Die 179 ist das. Sieht so aus. Der ist auch sehr, sehr schön. Habe ich früher auch sehr oft getragen. Ist aber auch, wenn man weniger hat. Dann kann man natürlich alle durchgehend tragen. So, da ist noch ein Kiko, den kennt ihr auch. Habt ihr auch einen Blogpost gesehen? Dann habe ich da eine Make-up Factory. Eine ganz, ganz alten. Die Farbe gibt es sogar gar nicht mehr. Die habe ich, glaube ich, mal selber gekauft. Ich hatte ja mal so eine Phase mit Make-up Factory, bevor ich bei Müller angefangen habe. Ich finde die Nagellack aber leider nicht so gut. Irgendwo müsste noch einer sein. Ich sehe noch gar nicht. Egal, machen wir mit dem weiter. Das ist auch ein Essie. Das ist aber schon mit dieser neuen Formulierung halt. Und den wollte ich unbedingt haben, weil das eine YouTuberin auch in ihrem Video gezeigt hat. Und den fand ich so schön und trage ihn nie. Das war mal nämlich ein LE-Lack. Wie heißt denn der? Bellugaria? Stimmt das? So. Ja, dann habe ich in meiner Douglas-Zeit mir einen Annie-Nagellack gekauft. Der sieht so aus. Der ist auch sehr, sehr schön. Ich mag den eigentlich sehr gern, weil der hat so einen Sandeffekt, aber ja, ich trage den so selten. Ich trage alles so selten. Es ist nicht traurig, so viel zu haben und kaum was zu tragen. Ah, den habe ich von Jan bekommen. Das ist so ein dunkel-lilaner Nagellack. Ich weiß gar nicht die Marke. So sieht heißt die Marke. Kenne ich gar nicht, aber er hat die mir geschenkt. Sehr braver Mann, oder? Schenkt mir einen Nagellack, obwohl ich hier so viele habe. Dann habe ich hier einen Laufnagellack, von denen bin ich ja nicht so begeistert. Die haben auch so, wie die Adeko, die neuen, diese Verpackung. Es gibt aber eine neue Farbe, die finde ich auch schön. Aber ich werde mir keine mehr kaufen, weil ihr seht ja, wie viel ich habe. Dann habe ich hier noch einen Catrice, den mochte ich früher auch sehr gern. Das war aus dieser Floralista Allee. Lavender Breeze heißt der. So sieht er aus. Der ist so weiß. Ich finde, der ist gar nicht richtig weiß, sondern der hat eben so einen Lavendelstich. Und deswegen mag ich den so gern. Dann habe ich hier von... Ich weiß nicht, ob ich dann noch ein... Ja, drei von einer LE von Essence, die ich ja urgeil fand. Die hat Fruity geheißen, glaube ich. Ja, Fruity hat die geheißen. Boah, der bin ich hinterher gerannt, der LE, weil ich unbedingt diese Nagellacke haben wollte. Und ich trage sie nicht. Obwohl ich die so, so liebe. Und ich sehe gerade, die sind nur flüssig. Ich hoffe, die sind noch in Ordnung. Weil dann würde ich heulen, wenn denen was passiert. Leider habe ich da keinen Namen drauf. Weil die haben da die Namen nicht drauf gedruckt damals. Keine Ahnung wieso. Aber ich glaube, der hat irgendwas mit Kiwi geheißen. Der irgendwas mit Erdbeer, glaube ich. Das ist nämlich der rosane mit Glitzer. Die fand ich so cool. Die fand ich wirklich cool. Da gibt es auch einen Blogpost von denen. Ich sollte die mal wieder tragen. Damit die nicht kaputt werden.
Die Essenz, Verpackung mag ich auch am liebsten, wenn die die Nagellacke so machen. Mag ich viel, viel lieber. Dann habe ich noch einen Catrice. Der sieht so aus. Die lese auch noch nicht so lang her. Wie heißen die? Oh ja, hoppla, Candy Shock. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich davon einen Nagellack habe. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist so ein helles Blau. Der wird aber matt auf den Nägeln. Finde ich aber trotzdem schön. Dann habe ich hier einen Mini Escada Nagellack. Da überlege ich, ob ich den weggeben soll. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht kann ich ihn für die Zehennägel aufbrauchen. Was ich alles aufbrauchen will. Dazu komme ich gar nicht. Dann ein Nagellack von Catrice. Wieder. Aus der Blende Tokyo Eli war der. Den mag ich ja so gerne. Da habe ich auch einen Lidschatten davon. Dann noch einen von Catrice. Aus der Bohemia Eli. Der war auch so schön. Beziehungsweise er ist noch so schön. Aber ja, wenn man so viel hat. Oh, noch einer von Trend It Up. Das ist der graue, weil ich ja so auf graue Nägel gestanden bin. Ja, man sieht die Phasen. Ein Topcoat von Essence, der total verstaubt ist. Sieht so aus, man erkennt kaum noch was. Ich habe nämlich so viele Topcoats, deswegen überlege ich nicht, ob ich ein paar weggeben soll. Welche ich benutze sie eh nie. Ne. Keine Ahnung. Dann habe ich den zweimal, weil den mochte ich so gern damals. Alles dreckig und staubig. Der ist das. Den gab es mal in... Der wurde ja urgehypt. Und ich mochte ihn auch urgern. Deswegen habe ich ihn zweimal. Und einmal, glaube ich, habe ich ihn sogar verschenkt. Ich hatte ihn sogar dreimal. Dann habe ich da noch einen Make-up Factory. Der sieht so aus. Die Farbe finde ich schön. Das war aber ein Geschenk von der Arbeit. Aber die Farbe finde ich echt schön. Auch ein Geschenk von der Arbeit. Ein Edding Nagellack. Weil ich mir die leider ja nicht selber kaufen kann, weil ich ja eh so viel habe. Oh, ich habe noch einen vergessen von der Essence Blossoms etc. Yay. Die mag ich ja überhaupt so gern. Dann noch einen von Flomar, weil die gibt es ja nicht mehr, die Marke. Und den Nagellack finde ich echt schön. Aber ich finde alle schön. Noch einer von Kiko, den finde ich auch toll. Seht ihr auch Swatches auf meinem Blog. Dann habe ich noch einen von NYX, den habe ich nämlich damals gratis bekommen. Der sieht so aus, ist ein Rot. Den habe ich mir nämlich damals aussuchen dürfen bei einem Douglas. Wir sind gleich durch. Dann habe ich hier einen Cinderella-Nagellack, weil ich unbedingt einen haben wollte und ich fand da den Namen so schön. Bibidi-Babidi-Boo. Deswegen wollte ich den unbedingt haben. Ich habe den, glaube ich, noch nie lackiert, wenn ich mich nicht irre. Und noch einen P2-Nagellack. Dann sind wir mit der ersten Partie mal fertig. Das war jetzt die erste Partie. Anstrengend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt kommt dann auch gleich der zweite Teil. Ich fürchte mich, es ist jetzt schon so viel in der Kiste. Ja, und ich habe da aber noch so viele oben stehen. Aber ihr werdet es in dem zweiten Teil von dem Video sehen. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr auch so eine Nagellackphase gehabt habt. Bei mir ist sie eigentlich schon ein bisschen vorbei, aber es ist trotzdem noch viel, wie ihr seht. Also bis zum zweiten Teil. Bye!